Herzlich willkommen, wir sind wieder da, es ist 20 Uhr, wir sind bei Giga 2, beim fünften Spieltag, Counter-Strike Source ist unsere Disziplin heute und ich habe mir jemanden mitgebracht und ihr fragt euch sowieso, wo ist Dave, warum moderierst du, was ist hier eigentlich los? Ja, es ist soweit, ich habe endlich den Thron erklungen, denn ich bin jetzt der Host dieser Sendung und ich habe mir ja einen professionellen Co-Moderator dazu geholt sozusagen, jemand, der sich auskennt. Hallo Benedikt, hallo. Besser bekannt als Big Benno bei N-Faculty im Counter-Strike Source Team und wir werden das Ganze heute mal im fünften Spieltag der ESL Pro Series anschauen und dort auf ein Spiel genauer eingehen. Das Ganze werden wir nämlich heute sehen und zwar MTW gegen die Network Kings. Ich bin drauf gespannt, denn man munkelt, dass MTW nicht gerade so super drauf ist, aber können wir vielleicht ein bisschen näher drauf eingehen gleich. Vielleicht ein bisschen kurz zu dir, du spielst selber bei Faculty. Ja. Und hast davor bei Speedlink gespielt, sprich bei dem jetzigen NTW-Team. Ist ja alles immer ein bisschen durcheinander. Wie siehst du den ganzen Abend heute? Also, wie denkst du, welches Team liegt vorne? Du kennst die Teams natürlich wesentlich besser. Mhm. Wie ist so deine Meinung darüber, über den heutigen Abend? Also, es könnte ein ganz spannendes Spiel werden, weil MTW das letzte Spiel gegen BRK verloren hat, überraschenderweise. Network, beide haben eigentlich zwei Siege und zwei Niederlagen, wobei MTW ein Sieg abgezogen wurde, weil Wave Gaming herausgegangen ist aus der Liga. Also haben beide zwei Siege, zwei Niederlagen. Es könnte deswegen spannend werden. Eigentlich müsste MTW der klare Favorit sein. Sie wollen auf die Finals. Muss man mal abwarten, wie sie jetzt gefangen haben nach der Niederlage, ob sie da jetzt wirklich vom Trainingspensum her mehr gemacht haben als sonst. Also es könnte ganz spannend werden. Also ich gehe davon aus auch. Du hast es gerade angesprochen, MTW will auf die Finals. Ich denke mal, jedes Team will drauf. Und es war immer so, dass bis jetzt nur zwei Finalisten auf die Finals drauf durften. Man munkelt vielleicht, wenn es diese Saison 4 wäre natürlich lustiger, denn dann würde es wahrscheinlich nicht nur Atex und Faculty sein, sondern ein Geheimfavorit, ja, für die Saison Nummer 10. Und du hast gerade angesprochen, Wave Gaming hat sich verabschiedet, das aber nach dem vierten Spieltag, was ich sehr lustig finde. Sie haben also eigentlich schon vor dem vierten Spieltag gesagt, das ist alles scheiße so ungefähr. Richtig. Haben sich aber dann erst nach dem vierten Spieltag entschieden, okay, jetzt gehen wir. Vielleicht aus dem Grund, weil sie sich dachten, nö, wenn dann richtig, weil jetzt darf nämlich keiner mehr nachkommen. Und dementsprechend sind es jetzt nur noch 15 Teams. Ja. 15 Teams sind es genau noch. Und alle, die vorher gegen Wave Gaming gezockt haben, ja, die dürfen ihre Punkte wieder abgeben und somit wieder von neu starten, wie es halt MTW war, wie es gerade gesagt genau. Hast. Das heißt, die Karten werden wieder neu gemischt und das kann also nur noch wirklich spannend für uns werden. Damit wir aber, wir haben nur eine Stunde und das Game wollen wir reinkriegen. Damit wir also nichts verpassen, gehen wir uns erstmal in die Präsentation hinein, denn auch wir haben zu Source natürlich eine super Präsentation erstellt, geschafft. Und dort werden wir ein bisschen auf die Teams eingehen, auf die Map, die wir heute zocken am fünften Spieltag. Also schauen wir uns an. EPS Season X ist die momentane Saison, die wir starten. Gehen wir also rein. Dort dürften wir, wenn jetzt alles wieder funktioniert, Technik vom Feinsten. Doch, ha, sehr schön. Wir sehen also die Teams. Und dort erwartet uns natürlich das Lineup von MTW, sowie von den Network Kings. MTW, neues Lineup, ganz klar. Purit, einer der begabtesten Spieler. Florian Dobervoll auf Position Nummer 2, 21 Jahre. Sebastian Neuhaus, Philipp Osiris Bash, Kaczmarczyk. Wie wird er ausgesprochen? Wird so passen, ja. Ich weiß nicht genau. Irgendwie so die Ecke wird sein. Okay. Michael Janmi Grün und Florian Flo Lautz ist das Lineup von MTW. Wer denkst du, wer wird da außer Purit der sein, der da ein bisschen rocken wird? Also auf wen soll man sich da vielleicht, ja, ein bisschen Versteifung schauen? Wer wird interessant sein? Also ich denke, dass Purit klar der Beste ist, wie du es auch schon gesagt hast im Team. Danach kann eigentlich jeder die Rolle einnehmen. Flo ist als der einzige Ösi im Team, ja. Wenn er einen guten Tag hat, ist er auch sehr gut. Genau wie Janmi, auch wie Osiris Bash oder wie Basti. Also das wechselt eigentlich von Spieltag zu Spieltag. Wenn man sich die Ergebnisse anguckt und dann auch die Statistik zum Spiel, ist halt immer jemand anders, der mit Purit ganz oben steht. Deswegen kommt es wirklich auf die Tagesform an und auf die Laune. Besonders bei Basti, der ist ja ein launiger Typ. Also wenn der halt nicht rumzickt mit Janmi, wie das halt damals oft passiert ist, als ich noch im Team war, dann kann das ganze Team eine gute Leistung bringen. Das kommt halt bei dem Team sehr auf die Harmonie an. Und ja. Du hast gerade gesagt, Flo, der Österreicher im Team, spielt auch für das Nationalteam in Österreich. Von daher denke ich mal, dass MTW da schon ganz gut besetzt ist. Network Kings, wir sehen das Line-Up jetzt, ist Cedril, Steph, Hoffi, Preacher und Spite. Ja, was kann man zu Network Kings sagen? Also, wenn wir uns das Line-Up anschauen, ihr habt selber letzte Saison gegen Network Kings gespielt. Mhm. Du, wo du noch bei MTW warst, beziehungsweise bei Team Speedlink dann. Richtig. Hast also schon, ja, Network Kings für dich, also ein Team, was man kennt. Line-Up für dich. Ja, wir haben ja damals verloren auf das 2, die Map, die ihr heute auch sehen werden. Mal gucken, wie sich das heute ausgeht. Ja, Hoffi ist auch im Nationalteam, im deutschen. Preacher war damals von dem Cooltronic-Team, die ja damals letzte Saison auf die Finals wollten, ist dann
miserabel lief. Für sich ein ziemlich ausgeglichenes Team mit auch guten Spielern. Und das zeigt auch die gute Leistung, die sie bis jetzt momentan gezeigt haben. Gegen uns haben sie letztes am Sonntag verloren auf Kobbel. Ich finde, da hat man auch gesehen, die treffen ganz gut. Da lag es halt an der Map wahrscheinlich auch, dass es von taktischen her nicht so stimmte. Aber die Map war sowieso interessant. Letzte Woche war ja am 4. Spieltag, wurde ja Kobbel gespielt. Und du hast gerade gesagt, ihr habt gegen Network Kings gespielt. Und Attex, der Favorit, hat auch gegen jemanden gespielt und hat da nicht ganz so super ausgeschaut. Und von daher, ich denke mal, der letzte Spieltag war schon sehr interessant, den zu verfolgen. Gehen wir jetzt aber mal lieber auf den die jüngsten Begegnungen eigentlich. Ich muss mich hier sportlich betätigen. Normalerweise sitze ich ja immer auf der linken Seite. Aber ich dachte mir, wenn ich schon Host der Sendung bin, dann will ich auch rechts rüber. Wir sehen also die jüngste Begegnung, sprich der letzten Season. Am Spieltag 12, du hast gerade angesprochen, das 2 wurde auch gezockt. MTW, sprich Speedlink, gegen Network Kings, wo ihr dann verloren habt. Ja. Und aber jetzt halt mit dem neuen Team vielleicht die Chance, da was zu rocken. Wir sind gespannt. Es wird auf jeden Fall nicht 17-3 ausgehen, das kann ich euch versprechen. Liegt vielleicht daran, dass wir im Maxround 15 zocken und nach 16 abgebunden wird, sozusagen. Yep. Gehen wir noch auf die bisherigen Erfolge ein, denn MTW, ganz klar, hat letzte Saison den 3. Platz markiert vor Faculty, hinter Faculty und Attex, so rum muss man es ja sagen. Yep. Und wäre also ein Favorit auch für die Finals in dieser Saison. Wenn nur 2 zugelassen werden, dann sehe ich da aber ein bisschen schwarz. Ja, wird es schon schwer nach den 2 Niederlagen, also... Ja. Gehen wir auf den heutigen Spieltag ein. 5. Spieltag, dort haben wir die Teams Forsport, die gegen Rantopad, Noiseblocker spielen, Engize gegen die Raccoons. Raccoons, die unglaublich gut sind, muss man sagen. Momentan auf Platz 1 der Tabelle. Und vielleicht, vor allem haben sie ja gegen Attex gespielt. Richtig. Und haben dort gewonnen. Sprich, die erste große Hürde ist geschafft. Wenn Raccoons jetzt auch noch gegen Faculty spielen und da auch noch gewinnen, ja? Also, dann sind sie durch. Dann sind sie durch, würde ich mal sagen. Ne? Ich denke mal schon, dass ihr da euer Bestes geben werdet und die aufhalten werdet, die Jungs. Aber Raccoons sollte man ein Auge darauf werfen in dieser Saison, definitiv. Dann das Spiel, was wir heute sehen werden, Network Kings gegen MTW und Antifact Be Quiet gegen Dragonality sind ebenfalls heute um 20 Uhr dran. Danach am Donnerstag haben wir die nächsten 3 Spiele, denn wir wissen ja, Wave Gaming ist ausgeschieden. Das heißt, es gibt immer für ein Team einen ruhigen Spieltag. Und Attex gegen Evo Play, Plan B gegen Triad, BAK gegen Faculty wird sein. Und das ist der 5. Spieltag, gehen wir jetzt weiter und dort... dürften wir die Rangliste sehen. Genau, Raccoons, habe ich gerade erwähnt, auf Platz 1 mit 12 Punkten, aber punktgleich mit Faculty und Dragonality. Ja. Da sind nur ganz, ganz wenige Score-Differences. Also für euch dann doch noch die Chance, nach diesem Spieltag wieder nach oben zu kommen, oder? Was denkst du? Ja, ich denke, Raccoons wird sicher noch ein paar Siege einfahren in der ganzen Saison. Wir müssen halt gucken, dass wir gegen Raccoons, das ist glaube ich Ende April spielen wir gegen Raccoons, dass wir da halt gewinnen. Dann dürfen wir uns auch eine Niederlage erlauben gegen Attex, eventuell, dass sie auf dem FNG in Bochum kommt, wobei wir da im LAN ja auch ganz gut sind. Also ich hoffe, dass wir die Saison ohne Niederlage bestehen, das wäre ein großer Erfolg und auf den Finals muss man halt mal sehen, wie sich da die Vorbereitung der beiden Teams sind oder halt der 4 Teams, die hinkommen, müssen wir mal abwarten, wie das sein wird. Auf das FNG freue ich mich auf jeden Fall, denn wir haben dann 2-mal Counter-Strike in Bochum und dort zuerst 1-6 und dann Source, das heißt FIFA wird mal eben zur Seite geschoben. Ja, stört mich persönlich jetzt nicht, aber es kommt natürlich wieder. Und wenn die Stimmung da gut ist, habe ich mir sagen lassen, dann wird vielleicht ein zweites Source-Match auch in einem anderen IFNG gemacht. Also Attex gegen Faculty, die beiden Favoriten im IFNG in Bochum bei Source. Rangliste Teil 2 interessiert uns gerade weniger. MTW auf 12, wissen wir, sind gerade nicht so gut gestartet. Wavegame auf Platz 16, aber das ist wurscht. Denn wir wollen auch gleich mal ins Game hineingehen und dort gibt es die Map DE-DAS-2, die wir gerade mal in der Overview sehen. DE-DAS-2, wohl die Map, ja, bei 1.6 und bei Source, glaube ich, die immer bei jedem Gather gespielt wird. Richtig. Die Gather-Map schlechthin, sagt man. Veränderung zu 1.6, weil du hast früher selber 1.6 gezockt, ganz klar. Was gefällt dir besser, die Source-DAS-2 oder die 1.6-DAS-2? Unterscheiden tun sie sich nicht sehr viel, bis auf die Stiegen vielleicht, die so ein bisschen anders sind. Aber es ist halt vom Spielen her eine andere Map, weil man durch die Smokes und durch die Flashes eine ganz andere Wirkung auf die Map erzielen kann als auf der 1.6-DAS-2 Map, sage ich mal. Deswegen finde ich die Source-DAS-2 Map interessanter. Generell finde ich halt Source wegen den Smokes und Flashes generell interessanter auf allen Maps. Aber hier auf DAS-2 wird es durch die Smokes und Flashes noch wesentlich interessanter als auf anderen Maps. Gerade Stiegen ist immer so ein Duell, wo es dann mit den Flashes und den Smokes, die man legen kann, ziemlich heiß hergeht. Also deswegen gehe ich auch von einem spannenden Spiel aus, was, denke ich, knapp ausgehen wird. Hoffen wir auch, dass es spannend wird. Damit wären wir auch zu Ende mit der Präsentation und könnten quasi direkt ins Spiel hineingehen. Ach, ich kann eigentlich gar nicht davon loslassen von diesem Platz hier. Vielleicht wechsle ich doch noch gleich mit dir, mal schauen. Kein Problem. Gehen wir aber erstmal in das Spiel hinein. Klappt natürlich nicht. Das freut uns alle. Server also noch nicht ganz da.
was mich jetzt wundert. Dabei hatte ich die IP eben noch bekommen, ja? Wurde mir zugesteckt und jetzt auf einmal klappt sie nicht mehr. Gehen wir mal kurz die Sache mal klären. Und wenn das dann alles geklärt wäre, dann dürften wir auch ins Spiel hineingehen und uns an dem Match MTW gegen NetBookings erfreuen. Genau, Benno, schau doch mal, dass du das da irgendwie hinbekommst. Ja. Und das macht richtig Spaß, wenn man so einen eigenen Praktikanten quasi hat. Dave, falls du mich sehen solltest, ab morgen bist du ja auch wieder dabei und dann gibt es dann 1-6 auf die Ohren und dann bin ich auch wieder auf deiner linken Seite und werde dir auch den Kaffee bringen. Aber heute möchte ich diese Stunde genießen und wenn ihr sie auch genießen wollt, schaltet bei Giga 2 ein, beziehungsweise macht ihr ja auch. Passwort brauchst du noch, ja. Wunderbar. Das Passwort ist, das sage ich jetzt nicht, aber das dürfte es sein. Schau mal. Du bist irgendwie ein besser Praktikant als ich. Ich brauche immer Jahre, bis ich irgendwie eine IP zusammengesucht habe und du machst für 2-3 Klicks. Die Steam-Liste ist eh ein bisschen buggy, deswegen, jetzt klappt es anscheinend. Mal gucken. Wunderbar. Also gehen wir mal so in-game hinein und hoffen wir einfach mal, dass es alles funktioniert. Das freut mich richtig. Vielleicht bleibe ich sogar hier, vielleicht lasse ich Dave einfach nicht mehr ins Studio hinein. Ihr könnt aber trotzdem Comments posten, www.giga2.de und das Passwort klappt nicht. Super. Das Einzige, was ich jetzt hier einschalte, klappt nicht. Dann probier doch mal mit einem dahinter. Gib das nochmal ein und dann müsste das, oder nicht das, sondern das. Vielleicht klappt das. Wenn nicht, dann werde ich richtig sauer. Auch nicht. Hast du die IP denn jetzt gerade von einem Kollegen irgendwie bekommen, oder? Nee, die war noch eine Liste drin. Ach so, dann schau doch mal ganz kurz ins IRC hinein. Ob wir da gerade einen Admin anquatschen können. Ich werde mal so spontan auf unsere Page gehen, wie gesagt, giga2.de. Und da dürft ihr natürlich Comments posten, wenn ihr Lust und Laune habt. Und dann vielleicht sagen, Rico, mach doch mal weiter so als Host. Gefällt uns oder lieber Dave daher. Ich bin gespannt, denn wir haben eine tolle News zu unserer Sendung geschaltet, die ich geschrieben habe. Wenn ihr also Rechtschreibfehler gefunden habt, dann dürft ihr sie behalten. Und das darf sich also nur um Minuten handeln. Stunden. Also es ist auf jeden Fall der richtige Server, da sind die Jungs von drauf, der beiden Teams. Du bist im ISC aber noch drin, glaube ich, oder? Geh doch mal, bist du denn schon connected? Ach, meine erste Sendung dann direkt so war ein Desaster hier, unglaublich. Join doch mal ganz kurz. Bist du denn die Daten von dem Channel, ESL-Channel, hast du die gerade? Nee. Das Passwort? Nee. Gut, dann geh doch einfach mal in den Networkings-Channel hinein oder MTW-Channel. Die dürften das Passwort wohl wissen. Ich hoffe, das ist der richtige Channel. Ja, englische Tastatur. Das heißt, Y drücken anstatt Z, damit wir das Set haben für die Networkings. Und hauen wir doch mal jemanden an. 20 Uhr, 13 Minuten, die momentane Zeit. Ja, beim nächsten Ton sind es 20 Uhr und 14 Minuten. Trotz alledem ist immer noch Favorit Faculty und Attacks für die Season Nummer 10, für die zweite Saison im Source. Wenn es denn so sein sollte, dass 4 Finalisten weiterkommen dürfen, wer denkst du, wer wird damit nachziehen? Ich denke mal, dass MTW und Raccoons, würde ich jetzt so tippen. Also, so wie es momentan aussieht, könnte es auch so. Wenn MTW jetzt verlieren würde, trotzdem noch? Doch. Ja? Okay. Also dann haben sie 3 Niederlagen, okay, das wird dann aber ganz knapp. Jetzt kommen aber die Jungs natürlich alle schon offline auf dem Server. Super, das freut uns natürlich. Da bekomme ich ein Passwort und es klappt nicht. Ich kann mal gucken, ob der Bricktop da ist. Ich glaube, das war meine letzte Sendung als Host. Ihr werdet ab morgen wieder Dave sehen und Flo, ich bin dann ganz weg. Ich hoffe, es wird nicht ganz so schlimm sein. Wenn ich das Passwort bekommen würde, denn es wurde mir eigentlich gesagt, dass es das Standardpasswort ist, war es aber nicht. Also, Admins dieser Welt, wenn ihr mich hört, schickt mir euer Passwort zu. Ja, also wenn ich den erwische, den guten Taube. Ja, wenn ich den erwische, der hat mir das Passwort gegeben. Okay, jetzt haben wir ein neues. Ach, wir haben ein neues Passwort. Wunderbar, probieren wir das doch mal aus. Jo. Aha, das funktioniert auch.
Sehr gut. War aber naheliegend, ne? Ja. Gut. Vielleicht war es auch ein Fehler meiner. Nein, natürlich nicht. Steht doch alles hier. Habt doch aufgepasst. Wir sind also in-game jetzt gleich drin. Das freut uns. Ich hoffe, ihr habt noch nicht angefangen. Vielleicht die Nightfront vorbei, was aber nicht allzu schlimm sein wird. Denn auch bei Source wird geniffelt. Das heißt, es wird entschieden, wer darf wo starten. Was bei das 2 jetzt nicht so ausschlaggebend wäre, wie bei Cobble zum Beispiel. Richtig. Und auch im Vergleich zu 1.6 ist die Source das 2 auch geglichen. Also es sind nicht so viele Terra-Wins, die man holt. Ja, aber wobei, was mich gewundert ist, man kann ja jetzt nicht mehr so durch die Wand pratzen. Oh, genau. Das musst du noch umschalten. Aber das haben wir immer das Problem. Ist also jetzt nicht nur mein Problem. Das war, wie gesagt, man kann ja nicht mehr so durch die Wände bratzen wie bei 1.6. Deswegen dachte ich eigentlich, dass das 2 jetzt eine viel T-lastige Map geworden ist. Da man, wenn man den Base-Mod auch eingenommen hat, recht gute Karten hat, den auch zu behalten, oder? Aber durch die Flechts halt, wie ich eben schon mal sagte, wenn du über die Mauer flechst, oben drüber ist der Spot komplett blind und dann kannst du einfacher retaken als bei 1.6, du kannst dich nicht so schön umdrehen. Momentan gibt es dann auch diesen Flashbug, der da rumkursiert. Wird auch mal heiß darüber diskutiert. Genau. Aber ich würde sagen, geben wir jetzt erstmal das Ready ein, denn wir sind Startklar endlich. Und einfach Ready eingeben, schreiben. Wo hast du das Schreiben hingetan? Das frage ich mich auch mal. Dave macht ja immer die ganzen Einstellungen. Aber es dürfte, glaube ich, auf Z sein. Sprich auf Y bei unserer deutschen Tastatur oder U oder ja. Da haben wir es doch. Ready sind wir, wir können also hineingehen und hoffentlich sind die Jungs auch startklar. Wenn wir auf die Stats gerade schauen, dann dürften wir dort, die Teams sind vollständig und die Restarts sind auch gemacht worden. Hoffen wir also, dass es geniffelt wird und dann könnten wir auch starten. Jawohl, also die haben auf uns gewartet, sehr nett. Ja, das ist doch mal vorzüglich. Normalerweise noch den Nickname ändern. Schafft man das noch? Die haben ja noch, oder haben die schon geneift? Sind die schon in der First Round drin? Nein, noch nicht. Nein. Gut, dann können wir noch ganz kurz den Namen ändern. Gehen wir ganz kurz in die Konsole hinein. Wenn es geht. Wo habt ihr die gebunden? Nicht da, wo es sonst ist. Escape. Okay. Da. Und dann nenne ich doch einfach mal Giga 2 Live. Ha! Macht sich gut, der Junge. Vielleicht werde ich ihn echt behalten. Schauen wir mal. Und ich glaube, du musst ja retryen, oder? Sonst nimmt er den Namen nicht an. Machen wir es noch schnell. Machen wir das auch noch und dann dürfen wir aber endlich wirklich starten. Das freut mich auch. Da, die ersten Comments und die sind für mich. Rico als Host und Dave als Sklave. Ja, ich werde es weiterleiten. Sind wir mal gespannt. Ich habe auch so ein viel geileres Mikro als er immer, oder? Ist schon ein geiles Teil. Ja, Giga Ready wird geschrieben. Das heißt, wir können starten. Es wird auch gesagt, ob wir ein Delay haben. Ja, wir haben ein Delay von gut einer Minute. Ja, oder noch Angst, ein bisschen mehr, glaube ich. Was vorgesagt wird, aber... Und von daher dürfte es da keine Probleme geben. Schließlich haben wir auch die Extreme Masters übertragen und dort hat auch keiner gemeckert. Nick wollte nicht ändern, egal. Gut, wir müssen aber langsam reingehen. Das heißt, freuen wir uns auf die Restarts und auf ein spannendes Match. Momentan N-Kings als CT, wenn denn noch nicht geniffelt wird. Noch Nightfront wird noch gemacht und von daher... Sind wir also gespannt, wer hier als erstes wo starten würde. Du sagst zwar trotzdem ausgeglichen, aber wenn man die Nightfront gewinnt, wo geht man hin bei das 2 als Source-Spieler? Also eigentlich würde man die meisten wahrscheinlich T gehen. Bei uns spielen wir das ein bisschen anders. Wir gehen immer erst auf die schwere Seite meistens, damit wir auf der einfachen Seite nachher die Runden holen können. Es kommt aber darauf an, wie man sich fühlt. Also wenn man sich sehr stark fühlt, dann geht man halt eventuell auch auf die schwere Seite zuerst, wie wir es machen, um da halt... Punkte vorzulegen und dann nachher auf der leichten Seite halt die einfachen Punkte direkt so einzuheimsen. Genau. Okay, wenn es bei euch funktioniert, hat es ja auch, schließlich warte ja letzte Saison auf dem zweiten Platz, dann soll es doch so sein. Wir sind aber gespannt, wie sich hier N-Kings und MTV schlagen werden, die wir letztendlich sehen werden. Ach, ich freue mich! Ich bin richtig enthusiastisch, was meine erste Sendung hier angeht. Ich komme aus dem Staunen gar nicht mehr raus. Gehen wir also in die Nightfront hinein. Wird sich natürlich auf A lang getroffen, wie auch bei 1.6. Ich tippe mal, dass N-Kings die Messerrunde gewinnt. Das ist natürlich immer dieses große Hin und Her jetzt. Ja, okay. Einer noch bei MTW, der Flo. Ne, zwei noch bei MTW. Na, jetzt lauf nicht weg, das... Na, okay. Dann habe ich die Wette verloren. Was machen sie? Ja, wie wir das auch machen. MTW startet als CT, N-Kings als T. Obwohl MTW die Meisterrunde gewonnen hat, gehen sie halt also auch CT. Gut, das heißt, sie sind also als CT unterwegs und dürften somit die ersten Runden hier auf der Verteidigungsseite starten. Ja.
Was sie jetzt auch machen werden. Nein, müssen noch geresettet werden, wundert mich da gerade. Ist wahrscheinlich wieder einer auf K oder so. Endkings ready. Wir sind sowieso ready, das wissen die ja mittlerweile. Ja. Und von daher. Ha! Mein Gott. Ja, die Jungs, die connecten immer neu auf dem Server, weil es teilweise diesen Bug gibt, wenn du das Team changest, dass du vom Server fliegst. Deswegen machen die alle Retry anstatt das Team zu wechseln, deswegen dauert es ein bisschen länger. Aber jetzt sind eigentlich alle da. Pure ist jetzt auch wieder zurück. Und dann kann es eigentlich losgehen, wenn es wieder das Go gibt. Es gibt eine Chance, dass man rausfliegt aus dem Spiel, wenn man das Team wechselt. Richtig. Bevor man das irgendwie riskiert, geht man sowieso einfach mal selber raus. Genau. Okay, kapiere ich jetzt nicht, aber gut, wenn sie wollen, dann sollen sie es doch machen. Und Knife ist schon vorbei, wird hier auch noch gesagt, ja, Fade to Black ist an, alles eingestellt. Settings sind also geladen, MTW ist ready. Auf geht's. Gehen wir also in die erste Runde hinein. Dort startet MTW als CT und die Jungs von Endkings als T. Und die Pistol Round brauchen wir uns eigentlich nicht in der Overview anschauen, denn die wird wahrscheinlich so ablaufen, dass alle gemeinsam losrennen und zum einen Spot gehen. Oder sagt man sich bei Source schon, nee, wir gehen auf Splits, weil bei den normalen Pistol Rounds werden ja eigentlich alle in eine Richtung gehen. Genau, also man geht öfters die Splits. Also bei fast allen Taktiken werden Splits gespielt. Also es gibt kaum Rushs, weil durch zwei HEs ist das ganze Team tot. Also die HEs sind ja auch deutlich stärker. Die Grants sind definitiv stärker geworden, richtig. Und da macht natürlich keinen Sinn, wenn man halt gemeinsam jetzt in den Katakomben hängt und dann kommt so eine HE. Ist natürlich nicht so berauschend. Jetzt gibt es wahrscheinlich nochmal ein RR. Richtig, Settings wurden jetzt gerade eben erst geladen. Da ist der Admin eingeschlafen. Kann gut sein, denn wir waren ja leicht verspätet. Es tut mir leid, Admin, falls du das hören solltest. Ich weiß gar nicht, wer Admin heute ist. Aber... Penta. Ah, genau. Penta, falls du mich hören solltest. Es tut mir leid. Jetzt dürfen wir aber eigentlich loslegen. Ja, also Endkings war eben schon auf dem Weg zu B mit zwei Mann und drei in der Mitte. Sah nach einem B-Split aus. Mal gucken, ob es nur war, weil die Settings falsch waren und ob das nochmal passiert. Ja, wenn sie es gleich jetzt nochmal machen würden, wäre nicht so klug. Ja. Ja, denn das wissen ja jetzt alle. Aber sie machen es. Sie machen es trotzdem. Zwei so schaut's aus. Oh Mann, was die machen. Machen aber eine Doppel, machen die eine Dreifachdeckung in der Mitte um die CTs, habe ich es gerade richtig gesehen? Ja, richtig. Dreifachdeckung in der Mitte in der Pistol Round und das funktioniert auch ganz gut. Da wird nämlich der erste Go stattfinden hier. Preacher also als letztes unterwegs durch das Holztor. Jetzt kommt der Split auf B. Spirit, wir haben es auch gesagt, die Maschine hier bei MTW und hat direkt drei Frags geholt, sehr schön. Aber trotz alledem sind sie auf dem Bombspot drauf. Hoffi ist auf dem B-Spot drauf, plantet auch, ganz wichtig natürlich. 2 gegen 3 ist jetzt Situation. Ja, der Spot ist erstmal eingenommen, was in der Pistol Round ganz gut ist, denn hier sind noch nicht allzu viele Grants unterwegs bei MTW in der ersten Runde. Flash hier zwar bei Cedril, aber da wird auch noch geflasht, das heißt, die CTs gewinnen. Eigentlich habe ich ein Gefühl gehabt, dass die Runde geholt wird, indem sie halt den Spot sichern, denn in der ersten Runde hätte ich jetzt nicht damit gerechnet, dass so viele Grants da sind bei MTW. Ja, was auch ein bisschen komisch ist, also ich meine, die Deckung war ja ganz gut und nett von MTW, nur eine Flash raus und MTW hätte nichts mehr gemacht, dann wären die A durch gewesen. War jetzt halt, hätte man vielleicht mal dran denken können, dass man da eine Flash rauswirft, aber auch nicht, auch gut gemacht von MTW, sieht man auch nicht oft. So eine Doppeldeckung. Jetzt natürlich die Sparrunden hier bei Endkings, die die Runde zuvor verloren haben. Gehen hier auch langsam in die Katakomben hinein. Ja, und lang. Schöner Headshot, wow. Sehr schön, Double Frag hier von Spit. Hat er sehr schön gemacht mit der Deagle und hat sich direkt die Navy natürlich geschnurrt. Richtig, 4 AP noch bei ihm, sollte sich zurückziehen, vielleicht die Navy abgeben. Es hat Endkings auch eine Überzahlsituation, aber es wird trotzdem schwer. Die Jungs haben alle nur eine Glock, eine MP haben sie jetzt. Janmi deckt in der Mitte, Osiris Pech kommt auch schon entgegen. Ja, schöne Reaktion von ihm hier, konnte Settle ausschalten. Trotzdem, guter Run hier definitiv von Endkings. Das ist ganz wichtig, dass man halt die ein oder zwei Jungs ausschalten kann. Damit das hier nicht so ein von MTW einfach so ein drübergelaufen wird. Haben sie auch gut gemacht. Jetzt vielleicht für Preacher nochmal die Möglichkeit, hat sich halt die Navy geholt von seinem Mate, glaube ich. Und war eigentlich nicht ganz blind, aber hat trotzdem irgendwie total verzogen gerade. Schade eigentlich. Trotz alledem geht's jetzt in die dritte Runde hinein. Waffen natürlich bei MTW. Satt werden ja auch natürlich gedroppt. Bei den Endkings schaut's nicht so super aus. Ne, haben keine Bombe gelegt, die sparen also nochmal mit Deagle jetzt. Hat aber in der ersten Runde Bombe gelegt? Nee. Hatten sie nicht? Nee. Ah, da wurde Feuer aus dem Fenster noch gefrackt. Genau, richtig, so rum war's. Machen das gleich wie gerade, 2B, 3 in der Mitte, einer deckt lang ab, 2 stehen an der Mitte. Irgendwas
Und hier schon die Call bei Osiris, der hier auch den First Frag macht an Preacher. Genau, und der wollte zu B drauf. Es geht mir für meinen Geschmack ein bisschen zu langsam, aber die hoffen vielleicht darauf, dass MTW übermütig ist. Und aber das sollte MTW nicht und das werden sie auch nicht machen. Würde mich doch stark wundern, wenn sie in die Offensive hineingehen würden. Sie wissen, sie sind ganz klar im Vorteil, was die Waffen angeht. Und als CT muss man sowieso nicht rushen. Werden sie auch nicht machen. Janmi ganz klar auf dem B-Spot zusammen mit Osiris Badge. Basti in der Mitte, wir haben es gerade gesagt. Und von also daher... Ganz defensiv die Jungs, so wie es sich auch gehört eigentlich. Gucken, was die Jungs von Endkings machen jetzt. Lang, da steht einer an der Kiste. Dort wird er gleich für Purit treffen. Was mich ja wundert, er gab in der MP5 unterwegs, Purit nur. Ja, spart vielleicht noch mal Arbe. Aber ich glaube, es waren zwei auf A lang, die die Navy nur hatten. Jetzt aber der Frag hier an ihm, konnte somit Hoffi ausschalten. Central unterwegs, die stiegen zu A kurz auf den A-Spot. Wird noch kurz geflasht, 71 HP noch bei ihm, zieht sich jetzt wieder zurück. Ja, einer müsste auf A stehen. Ja, ist ein Mate auch schon durch. Purit noch lang. Jan Bastian mit dem nächsten Frag hier. Stand eben noch in der Mitte und jetzt hat er den Frag auf dem A-Spot gemacht. Jetzt geht's aber endlich los. Gehen wir also mal kurz in die Overview hinein, um dort den Aufbau zu sehen der beiden Teams, wohin sie gehen. Mit Space, glaube ich, dürfte es gehen. Okay, geht in Deckung. Ich glaube, mit allein einfach nur Space drücken dürfte man hineinkommen. Wenn du aus dem Menü wieder rausgehst mit Steuerung und dann einfach Space nochmal und dann nochmal und dann nochmal. Nee. Stimmt, wir haben die Overview links oben eingeblendet. Das ist ja bei Source anders. Muss ja anders umdenken. Sorry, tut mir leid. Kannst du aber trotzdem dieses Overview komplett einblenden, aber man sieht es ja auch oben links. Gut, wir sehen es jetzt oben links erstmal. Richtig, wir sind ja bei Source. Da haben wir ja nicht wie bei Unsexy Overview einfach im normalen Free Chase mit drin. Cedric jetzt schon mit der WP in der Mitte, aber konnte dort erstmal keinen erwischen. Was die anderen machen, alle ziemlich lang ist Purit wieder. Da werden sie wahrscheinlich auch nicht durchkommen. Aber ist die Position an der Mitte nicht bei Source mit der AWP überflüssig geworden? Man kann nicht mehr durch das Holz so wirklich richtig schießen? Doch, also du triffst, also du kannst, wenn du einen Headshot machst, tötest du ihn, also auch durchs Tor. Und also es gibt schon Leute, die gut sind und da immer treffen. Also es geht schon durchs Holz. Bei Network Kings vielleicht nicht ganz so gute AWP-Schützen dabei, oder? Nee, nicht unbedingt. Also auf Cobble ist auch so ein AWP-Map, wo wir gespielt haben. Da haben sie auch kaum, entweder hatten sie kein Geld, weiß ich nicht. Weil wir die Runden geholt haben, aber haben da eigentlich nicht mit viel mit AWP gespielt. So, der One geht jetzt auf kurz, das Put down. Stellt mir mal E-Frag hier im Period, die HE sieht, was wesentlich stärker geworden sind, also auf viel mehr zum Einsatz kommen. Warum Flo da lang guckt, wenn die Jungs kurz stehen, richtig, weiß ich auch nicht. Richtig, dass Kommunikation irgendwie nicht ganz geklappt hier. Bastian jetzt vielleicht die Möglichkeit mit der Colt unterwegs hier. Aber die wird aber schon geplantet. Geld ist schon mal gesichert und die Runde könnte ja ganz gut ausgehen, denn so wichtig weiß, sind die Endkings hier in der Überzahl. Ja, klar, die haben... Richtig, nur drei Jungs bei MTW und wenn sie da jetzt nicht mit den Grandstock kommen, Spite auch eine gute Pose und kurz kann er sie entgegen rushen und CTs abwenden. Bastian und Yami sind downgangs, heißt Last Man Standing hier und das ist natürlich nur noch der Osiris. Macht den Frag hier beim Cedric. Wo ist der CT Base? Bombe wird defused, aber keine Chance mehr. Steff macht den Frag hier an ihm, hat aber schön. Jetzt wird Pause verlangt von Basti. Ja. Gerade, glaube ich, vielleicht jemand... Nee, alle sind auf dem Server drauf. Okay. Pause ist gemacht. Können wir also die ersten vier Runden mal resümieren. Ja, ist ja auch mal schön, so in-game resümieren. Trotz die erste Runde gewonnen von MTW, somit halt so die Sparrunden auch noch geholt, die nächsten beiden. Jetzt aber der Gegenangriff von den Endkings. Also, man sieht das doch, was ich am Anfang schon angedeutet habe, MTW von den Einzelspielern halt sehr gut. Pure, die erste Runde holt drei Mann mit der USP. Und dann passiert sowas, sowas Unnötiges jetzt gerade auf kurz, wo Pure down geht und Flo guckt von Flo schaut, lang. Flo schaut auf A lang und die Jungs kommen alle über kurz, ja? Kann aber natürlich jetzt sein, dass Flo... Was das werden sollte, keine Ahnung. Es kann natürlich jetzt sein, dass Flo aus dem Vent raus ist oder aus dem Ventrilo raus ist, dass er deswegen das nicht gehört hat und deswegen gerade geschrieben hat, was los ist und dass jetzt deswegen die Pause ist. Das kann natürlich sein, denn es ist immer noch Pause und jetzt mal kurz raustaben, dann ins Ventrilo reingehen und dann wieder... Kann alles sein. Denk mal, werden wir gleich Näheres zu erfahren und... Dann hätte sich natürlich auch die Situation geklärt, warum ihr denn auf A lang schaut, wenn sie Jungs A kurz kommen. Richtig. Und da wird gerade gefragt, Jungs, was ist da los? Also die Endkings wissen selber noch nicht, was da los ist. MTW schweigt. Ja. Die, was soll ich gerade noch gesagt haben? Unglaublich. Genau, bist du selber froh über MR16? Also MR15, aber bei 16 abgebrochen. Findest du es okay oder ist es für euch langweiliger? Also mit den DECL-Punkten, die jetzt dann auch nicht mehr so ins Gewicht fallen und genau, wie schaut es da bei dir aus? Es ist sicherlich besser, weil viele Runden doch verloren gehen, wenn du das Spiel gewonnen hast, bist halt irgendwie, holst halt nicht mehr so viele Runden. Das sind halt
Runden, die du verschenkst, wo es dann halt auf die DCL-Punkte ankommt. Ja. Und jetzt ist halt bei 16 Ender, halt beim Sieg. Für die Teams sicher entspannender. Ja, ist sicher für die alle Teams, ist ja bei 1-6 auch so, ist sicher besser, eine bessere Lösung. Ich glaube, die DCL-Punkte, die werden da, glaube ich, bald auch nicht mehr da sein, glaube ich, weil ja nur noch das Rundenverhältnis dann zählt. Die DCL-Punkte sind nicht mehr wichtig. Es ist auf jeden Fall eine bessere Lösung. Ja, nicht nur für die Spieler, natürlich auch für uns die bessere Lösung, denn wir können euch spannende Matches zeigen, kompakt, und müssen nicht die letzten, wir hatten es letztens bei einer anderen Liga, die ich jetzt nicht namentlich ernennen will, die es nämlich euch umgeschaltet haben. Nee, bei der Gamestar Liga, da wird es noch nicht so gespielt, und da hatten wir Etex gegen Mouse of Cobble. Und war super spannend, die letzten Runden noch zu zeigen, war unglaublich. Das hat man ja auch gemerkt immer auf den Intel Friday Night Games, wenn da halt die Runden vorbei sind, also bei 16 Endes. Richtig, alle stehen auf dem Gehen, obwohl auch gespielt wird. Ist natürlich nicht so berauschend. Deswegen freuen wir uns also auf die knackigen Spiele, die wir momentan nicht sehen, denn es ist immer noch die Pause drin. Und MTW antwortet nicht, was los ist. Ich weiß nicht, die zocken oft, spielen die Jungs von MTW ja zusammen alle. Bis auf den Ösi, sieht aber jetzt vom Ping her nicht unbedingt so aus, als wenn sie heute alle... Nee, alle unterschiedliche Pings und recht hohe, sage ich jetzt mal. 24er, 26er Ping bei Purit und Flow hier. Gut. Hoffen wir einfach mal, dass es nicht allzu lange dauert. Das ist natürlich ärgerlich. Gehen wir kurz auf die Comments ein. Vielleicht wurde das Neues geschrieben, vielleicht wurde ich jetzt wieder... Ja, wo es dann hieß, Rico, du geile Sau. Hier steht schon, Rico, du hängst. Ich will ein Kind von dir. Nein, nicht wirklich. Bleib als Host, du machst es gut, wannabe. 16 hat es geschrieben. Eine 16-Jährige will ein Kind von mir. Das freut mich. Ja, super. Ansonsten könnt ihr natürlich auch Ergebnisse tippen. Wenn ihr also meint, MTW macht es ganz sicher oder die N-Kings machen es ganz sicher, ja, schreibt es auf giga2.de. Unsere neue Seite ist online bei giga2. Wird schöner gemacht, wird viel interessanter gemacht und... das Comment-System natürlich. Das altgewohnte auf Giga 2, so wie bei Giga 1. In einer Minute geht's weiter, schreibt der Admin. Eine Minute? Ja, mein Gott. Da haben wir ja, da können wir ja quasi ein anderes Spiel gleichzeitig casten. Denn es werden ja nicht nur die MTWler gegen Enkling spielen. Nein, wir haben einen kompletten Spieltag. Das heißt, andere Teams sind auch noch am Zocken. Die Ergebnisse können wir, denke ich mal, gleich mal sehen. Wir können einfach mal reinschauen. Vielleicht gibt es da schon irgendwelche Zwischenergebnisse. Hier. Und das wäre natürlich interessant. Vor allem gegen Raccoons spielen die heute. Habt ihr gerade eben gesagt, spielen die heute? Ja, es gibt ein paar Wildcards, die Jungen. Also Raccoons spielt wahrscheinlich heute nicht, so wie es aussieht. Es sind nur zwei Spiele von Source Live. Dragonality gegen Antifact zockt aber. Und dort steht es, wenn wir mal kurz schauen würden, noch nicht. Haben wir also auch noch nicht wirklich angefangen. Gut, und das wurde auch nicht eingetragen bei Readmore. Würde mich aber wundern, die Jungs sind immer aktuell. Ja. Aktuell ist das Spiel eigentlich. Von daher gibt es auch noch keine Zwischenergebnisse. Es tut mir leid, aber sobald wir sie haben, werden wir sie reinreichen. Die Zuschauer gehen alle schon vom Source TV, denen ist auch langweilig. Eben waren es noch 200, jetzt ist es noch 90. Ja, deswegen könnt ihr auch bei uns bleiben, denn bei uns wird es nie langweilig. Ihr seht das ja, wir sind immer richtig gut gelaunt und machen auch aus einer Pausensituation ein Fest der Gefühle. Apropos Fest der Gefühle, unsere Kugelschubserin ist gar nicht da. Ich habe sie irgendwo liegen gelassen, ich glaube auf der Cebit. Ja. Auf der Cebit haben wir auch gar keine neue gefunden, neue Kugelschubserin. Es geht weiter. Nein, Moment, Pause. Yeah. Ich dachte, es geht. Also Flo ist wohl irgendwie abgeschmiert. Das erklärt sich dann auch vielleicht doch unsere Theorie mit dem Voice. Der ist halt auf jeden Fall gerade neu connected. Die Jungs spielen schon, obwohl wahrscheinlich der Flo noch irgendwo in der Flo ist auch schon wieder da. Wir können also wieder reingehen. Wir haben wieder Spaß, denn das Match geht sofort weiter. Die Jungs machen hier den Rush auf Alang. Zumindest war gerade Steff, soviel ich weiß, dort. MTW hat gekauft, auch interessant. Normalerweise spart man, wenn man die dritte Runde verliert. Richtig, aber wollen die, denke ich mal, jeden Punkt holen. Aber Purit hat zum Beispiel jetzt Geld, weil er eben in der dritten Runde noch die MP5 hatte. Hat er jetzt Geld, die anderen sparen, glaube ich, auch teilweise. Ja, mir hat auch eine Waffe. Bastian hat keine, hat einen Deagle nur. Und Flo hat auch nur eine, weil er ja neu gekommen ist, nur eine USP. Die waschen jetzt allang vor. Die Jungs von Ankings sind in der Mitte. Aber von hinten, da kommt der erste MTWler Bastian. Wurde aber gefragt, aber schön von ihm hier. Könnte also sofort hineingehen. Ja, Purit in der Mitte mit dem Frack gegen Sedwell. Ach, die waren anscheinend noch gar nicht fertig. Jetzt wird gesagt, wer nimmt hier die Pause weg? Wir waren es nicht, ja. Das schon mal, wir haben es nämlich gerade unterhalten. Wir waren es echt nicht. Entweder Admin hat Pause weggemacht oder einer von den anderen Spielern von MTW, die vielleicht dachten, ja, wir sind schon ready. Anscheinend sind sie nämlich doch noch nicht ready. Nee, ich weiß auch nicht, was da los ist. Jetzt wird weitergezockt, ja. Das können wir uns hier nicht erlauben. Genau. Bombe gelegt. Einer kommt kurz. Yami. Und der andere, glaube ich, lang. Also ich glaube, sieht nach einem Safe aus. Safe die Waffe sicher. Das heißt, sie haben nächste Runde die Waffen, müssen diese also nicht neu kaufen. Und wenn sie jetzt auch nicht sterben sollten, dann haben natürlich die T's, die N-Kings, weniger Geld eingenommen.
Ich bin mal gespannt, wie sich MTW jetzt in den nächsten Runden verhält, weil die vierte Runde sah eben wirklich nicht gut aus. Was auch nicht gut ausschaut, ist dieses Bild, was gleich kommen wird. Denn eigentlich, nein, es war nur der Befehl, dass man Pause einschalten kann, war wieder umgeschaltet. Ja, es war. Ach, mein Gott. Es ist halt leider immer so. Also wenn Spiele übertragen werden von Source, ist halt leider immer. Irgendwie gibt es immer Probleme. Also es ist halt irgendwie immer noch so ein fader Beigeschmack bei der ganzen Source-Szene, dass es halt immer noch oft Probleme gibt. Vielleicht kann Flo da ja nichts für, aber dann sind Spielverzögerungen da, Wildcards werden kurzfristig genommen. Ja. Das ist halt wirklich noch nicht so wie in der 1.6 EPS von den Jungs, die das schon jahrelang mitmachen, die halt wissen, was wie der Hase läuft. Das ist teilweise ein bisschen schade, aber ich denke, dass da auch im Vergleich zur letzten Saison jetzt auch schon wesentlich besser ist. Ja gut, ich meine, letzte Saison ganz klar war das erste Mal, dass Source überhaupt dabei war bei der EPS. War alles komplett neu und was mich auch wundert bei der EPS, nicht bei der EPS, sondern bei CS Source, dass die Spieler ein bisschen mehr darauf eingehen, dass das Spiel übertragen wird, von wegen, ist aber nicht so berauschend und toll und eigentlich, und die 1.6er, die freuen sich jedes Mal, wenn das Spiel übertragen wird, sie sagen dann, hey, wir sind endlich im Fernsehen so ungefähr. Richtig. Aber die Sourcer, die sagen immer, nee, da können Taktiken abgeschaut werden und weiß ich nicht was. Oder mir ist 22 Uhr zu spät, dann muss ich schon ins Bett, also sowas. Solche Sachen, das erlebe ich halt echt nur bei Source. Wobei ich nichts gegen Source habe. Also, das hat ja auch mit dem Spiel an sich nichts zu tun. Es liegt halt irgendwie. Ich weiß auch nicht, was das soll. Jeder ist eigentlich. Das war nur bei bestimmten Teams. Also, es gibt auch Teams, die spielen jedes Spiel gerne live. Aber so wie es ausschaut, ist das Spiel ganz normal weitergegangen. Ja, wieder der Go of B von N-Kings. Wie eben auch, wird gelegt. Ihm ist aber den Teamfrag hier gemacht an sein Mate. Das ist einfach. Naja, schlecht würde ich mal sagen, weil warum Yami nicht auf seine Mates wartet. Pure vielleicht noch die Chance, ein, zwei Leute hier zu holen, aber es bringt ihm alles nichts, denn seine Mates kommen auch nicht. Die tickt. Also, ja, was da los ist, wieder. Unglaublich. MTW Flo zieht sich jetzt zu seinem Mate Pure drüber und wird dort die Runde wieder auskämpfen. Und somit geht die nächste Runde wieder an die Terroristen, wieder an N-Kings und wird immer gefragt, was ist los und hier und Ja, wahrscheinlich ist Basti jetzt wieder auf 180 wegen der Pause-Sache und dann. Ja, ich raste aus. Damit sage ich dann mal zu 90% schon, dass MTW das Spiel verlieren wird, weil wenn die Stimmung einfach schlecht ist im Team, dann das geht da gar nichts mehr. Gut, also. Wenn also MTW verlieren wird, dann. Aber ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. Sind wir gespannt? Wenn MTW ihre Ziele halt erreichen will, dann müssen sie halt gewinnen. Und es gibt ja noch einen Buddy, der oben drüber sitzt über den Jungs und der auch mal Leistung sehen will. Und richtig, nicht nur Geld geben, sondern auch mal Leistung sehen, so ungefähr. Network Kings, aber wenn sie das jetzt hier alles reißen würden, wäre natürlich super, denn MTW, du hast gesagt, ist einer eigentlich der Favoriten. Und wenn Network Kings das Ding jetzt holt gegen MTW, schon mal ein super Schritt. Also das MTW muss sich da jetzt wirklich an den Riemen reißen und muss sagen, hey, egal was gerade war mit Pause und hier, wir sind jetzt wieder im Spiel drin, es geht hier wirklich um alles. Wir müssen das jetzt hier durchziehen. Und du sagst aber, man sieht es momentan nicht so bei MTW. Haben gerade die Runde wieder ausgekämpft. Der gammelt da hinten auf dem A-Spot rum. Jetzt hier Janmi in die Offensive, ganz klar, Sparrunde, hat hier kein Geld, aber geht auch nur alleine rein, macht einen Frack irgendwie. Normalerweise sollte man auf Sparrunden sich sagen, okay, entweder machen wir es so, wir gehen alle auf einen Spot, sichern den komplett ab, haben dann die 50-50-Chance, oder wir gehen halt bei Dust 2 zum Beispiel die Mitte hoch, mit Grants von mir aus auch noch und sonstiges, aber nicht wirklich der Fall. Flo ist auch down gegangen. Ja, in der Mitte, aber das ist halt typisch, wie die Stimmung halt letzte Saison auch schon war. Wenn halt irgendwas nicht passt, dann macht jeder, was er will und wird das halt leider nix. Gucken wir mal, was die Jungs wird wieder machen. Mal die Bombe geplantet auf dem B-Spot und jetzt ist nur noch Purit, der auch eben Last Man Standing war. Mit einer 6-2-Statistik führt er das Feld von MTW an. Man könnte jetzt auch böse sagen, er ist Stats-Spieler, aber... Naja, so wollen wir mal nett sein. Denn die meisten Stats macht man ja immer noch, wenn man eine Bombe defuse zum Beispiel. Also Purit, wenn du mal Lust in der Runde drauf hast, Stats-Sieger zu sein und zu bleiben, dann mach's entweder so mit Fracks hier. Nächsten Frack holt er auch noch. Sehr schön. Aber die Bombe, die wird er nicht mehr defusen. Nee, die liegt auf B. Hat er wahrscheinlich einen gehört. Nee. Ja, aber da geht er dauernd. Trotz alledem zwei Fracks für ihn hier in der eigentlichen Sparrunde. Hat sich da noch eine AK geschnurrt. Und vier Runden in Folge für N-Kings. Jetzt hat MTW aber wieder Geld, jetzt müssen wir was machen. Genau, da müssen die auch was machen jetzt. Also bis jetzt waren wir mal von MTWB, der Schwachpunkt, da spielt glaube ich Osiris Bash, da sind die jetzt immer drauf gekommen. Und das in der Mitte zeigen halt. Da ist gerade eben Flo down gegangen, vorher in der Runde auch schon. Yami wurde angeschossen mit der Awe durchs Tor. Richtig, 38 HP noch bei ihm und er sichert jetzt natürlich B, wo wir gerade sagen, das ist der Schwachpunkt hier bei MTW. Sprich, wenn Yami jetzt wieder ausgeschaltet ist, was schnell passieren kann, dann war es da schon wieder. Aber die Jungs von Network Kings sind unterwegs zum A-Spot. Wir sehen, Cedro ist auf den Stiegen unterwegs zu A kurz, ist auf dem Spot auch gleich drauf. Auch natürlich zu Source der Unterschied hier, dass die Kiste kleiner ist. Man kann also sofort drüber schauen. Sieht aber erstmal keinen. Jetzt die Situation war doch. Also das war jetzt ein bisschen übertrieben.
wollte jetzt hier runterspringen und in der CT-Base aufräumen. Hat er nicht ganz geschafft. Preacher dafür, der rockt jetzt hier. Aber die spielen, die Spielzüge hier, die sind irgendwie ein bisschen sehr komisch bei den Kings gerade. Ja. Also irgendwie geht man über Akkord, springt dann zur CT-Base runter, frackt ein bisschen und freut sich, dass man die Runde gewonnen hat. Jetzt auch wieder Pause drin, das freut uns alle. Flo ist wieder rausgeflogen, hat er zumindest geschrieben. Ich frage mich nur, wenn er rausfliegt. Also er muss aus dem Voice rausgeflogen sein, weil wenn er hier rausfliegt, kann er nicht mehr schreiben. Richtig. Tja, ist wieder wie so ein Source-Match, wie es keiner sehen will, aber... aber wir zeigen es trotzdem, ja. Das ist nun mal Giga 2. Wir zeigen alles und machen es auch noch schön. Ja, gerade in der Runde ist halt Basti kurz da umgegangen, dann hat... Endkings über A kurz attackt und Cedula aber in die Base gesprungen, was unnötig war. Dann kamen die restlichen Jungs von lang und von aus der Mitte raus und so haben die ganzen MTW halt in dem Fall down gegangen. Also keine große Taktik, aber es klappt halt. Wenn wir mal auf die Punkte schauen, steht 5 zu 3, das heißt 5 für die Endkings und 3 für die MTWler, die als, das habe ich das von den Farben hier falsch rum gemacht, weil die CTs sind mit 3 Punkten und die Ds sind mit 5 Punkten unterwegs. Um das jetzt auch mal in unserem Abakus hier festzuhalten, den ich jetzt alleine bedienen muss. Denn unsere Kugelschubserin ist auf der Cebit verloren gegangen. Wenn ihr sie dort gesehen habt, meldet mir michael.bist@giga.de. Ich habe noch keine krasse, coole E-Mail-Adresse wie Dave. Schickt ihm aber eine E-Mail-Adresse, er ist morgen wieder da, dave@giga.de. Wenn ihr unsere Kugelschubserin gefunden habt, dann Mittwoch müssen wir eine neue zeigen. Denn immer einmal in der Woche präsentieren wir euch die neue Kugelschubserin hier bei Giga 2. Und wir würden euch eigentlich auch jeden Dienstag das Source-Game des Tages präsentieren. Was momentan MTW gegen die Network Kings sind und was irgendwie ein Riesendesaster ist, nicht nur vom Spielerischen, denn MTW macht die Aktion, da denkt man sich auch nur, what the fuck so ungefähr. Ja. Und auch technisch gesehen, denn Flo andauernd draußen aus dem Ventrilo und muss immer reconnecten und all drum und dran. Dann geht's wieder Pause und ja. Jetzt geht's aber wieder weiter. Das freut uns doch alle. Könnten wir also eigentlich wieder in-game hineingehen? Dann wieder rein, sagt Flo hier selber. Ich weiß nicht. Was da genau abläuft. Er wollte eigentlich retryen, ne? Ja, aber wozu braucht er in der Source eine Pause, um ins Voice zu kommen? Also ich irgendwie, naja. Mein Gott, jetzt wird wieder von Basti gesagt, ey, Admin macht eine Pause. Basti ist garantiert wieder auf 200. Was jetzt ganzen würde ich Spiel gerne mal ins Ventrilo reinschalten können. Ja. Vielleicht schaffen wir das zur nächsten Saison, dass wir dann Live-Links zum Ventrilo der Spieler hätten. Das wäre natürlich auch mal sehr interessant. Ja, es gab das damals, als wir mit Faculty hatten wir so eine, in dem alten Giga-Studios in Düsseldorf, wo das noch war, hatten wir mal eine Sendung, da durfte halt jemand, also ein Zuschauer mitspielen. Ja. Und dann wurde das Voice auch betragen, dann waren wir im Ventrilo. Und das, also die Zuschauer fanden es alle ganz toll, das zu hören, mal was da angesagt wird. Ja, ist es auch mal. Man denkt sich halt immer so, man kennt es ja selber, man ist auch selber Zocker, zockt auch. Gut, eher ist nicht, zockt irgendwo da drunter Ladder und denkt sich, mein Gott, wieso bin ich nicht gut? Was macht unser Team falsch? Ja, was machen die denn anders? Unser Aiming ist doch fast gleich, aber was ist da denn anders? Es geht um die Taktiken und das haben wir auch bei Extreme Masters mal reingesappt immer wieder, wenn wir die Spiele auf den Offline-Finals jetzt auf der CeBIT hatten, haben wir uns einfach mal die Game Rooms angeschaut und standen mal dahinter mit der Kamera und haben einfach mal geschaut, was reden die da eigentlich? Was sagen die da an? Wie schaut's aus? Und hört man, eigentlich reden sie genauso wie wir. Auf kurz kommt die Flash, auf A lang, hier, zack. Und wird eigentlich auch nur rumgeschrien. Ja. Trotzdem immer sehr interessant, das zu hören. Hoffentlich kommen wir jetzt endlich wieder ins Game hinein. Mein Gott. Ja, es läuft zumindest wieder. Mal gucken, ob jetzt Byte die Situation ausnutzt und schnell auf B geht. Was er auch macht, wird die Granny verschmeißen. Und ja. Nee, warte doch erstmal ab. Fairer Zug hier von Spite. Eventuell ausnutzen können. Aber Yami und Osiris Bash wieder auf B auf Posi. Yami jetzt mit 100 HP, wurde also nicht angeschossen in der Mitte. Für ihn also die Chance, hier mit voller Leistung den B-Spot zu decken. Mit 3 Mann steht Endkings da drin. Mal gucken, ob die... Das wäre jetzt so eine Situation zum Beispiel mit der HE. Man könnte alle 3 auf jeden Fall schon mal gut anschlagen. Ja. Join Flo wird geschrieben. Ist Flo denn, wo ist er denn gerade unterwegs? Nee. Ist noch raus. Flo connected jetzt erst auf den Server zurück. Aber gut. Half-Life 2 Fehler wird hier noch geschrieben bei ihm. Connecting Closing, unglaublich. Flo, gib Gas, denn die Zeit, die tickt. Ja, Endkings macht wieder das Gleiche. Einer steht B, 3 gehen jetzt kurz. Und sie werden jetzt Richtung A gehen. Da steht aber Pirate wieder in der Posi, wo er auch eben die 2 Frags geholt hat in der Sparrunde. Jetzt gehen die Jungs vor hier. Gehen also offensiv in die Katakomben hinein, wissen, da steht jetzt erstmal keiner. Die Jungs haben verschoben nach A lang, beziehungsweise auf den A-Spot und können also erstmal durch die Katakomben hineingehen. Naja, hier steht Hoffi, wird die Bombe planten. Ja, gesichert durch seinen Mate da hinten auf A lang. Flo war eh down, dann haben sie gerade kurz. Ja,
Der war Osiris-Bash-Kampf von hinten. Da ist noch Yanmi irgendwo in der Base. Also jede Runde für Ankings mit der gleichen Taktik. Ja. Also bei MTW geht es garantiert gerade drunter und drüber im Voice. Also da wird sich sicher auch gut 6 zu 3 gemeckert. Steht es also. Und vielleicht wird es dann doch noch ein einfaches Ding für Endkings, wenn es jetzt so weitergeht. Und dann hätten wir die ganzen zeitlichen Probleme, die wir am Anfang hatten, jetzt gleich wieder weggebuttert. Und wir sehen doch noch ein sehr spannendes und schnelles Spiel. Jetzt sehen wir aber erstmal ein Go hier von Hoffi mit der AWP. Ja, gehen wieder mit zwei Mann zu B und wahrscheinlich drei wieder in der Mitte. Ah, diesmal lang. Wird dort aber eigentlich keinen wegholen hier in den Katakomben. Hat mich wohl steht mit der AWP dort. Ja. Vielleicht eher eine Pose für eine Colt, aber gut. Vielleicht tippen sie auch wieder auf Spar bei MTW, dass sie das deswegen so defensiv mit der Colt. Nach zwei verlorenen Runden, so rum, sollte da auch irgendwie gespart werden. Aber wenn wir gerade auf Yanmi schauen, mit der Colt unterwegs. Zeus ebenfalls, Bastian da an der Position, wo sonst Pirate stand. Flo endlich wieder zurück im Spiel, 25 AP, wird also gleich wieder im Spectator-Himmel sein. So schnell passiert das bei ihm. Wird Colt wahrscheinlich jetzt gleich sterben. Flash abbekommen. Da sind drei Mann, die jetzt kommen. Und da erwischt er einen, den zweiten schafft er nicht mehr, ist Downgang hier auf dem A-Spot. Jetzt ist Basti noch kurz, gucken, was er macht. Er bleibt erstmal da stehen. Richtig. Denkt sich, vielleicht kommt über A kurz jemand, dass ein Split am Start ist. Ist aber jetzt erstmal nicht der Fall. Nee, die Jungs sind noch lang. Diese Situation raff ich jetzt auch nicht. Er geht jetzt, obwohl Flo gerade seinen Mate gestorben ist, geht er trotzdem erstmal vom Spot weg, anstatt hochzulaufen, um dort die Jungs da zu kassieren. Er wollte halt nicht, dass er aus dem Rücken erschossen wird, aber die Jungs... Ja, der nächste geht down, ist hier, Pirate hat's also gemacht. War so ein Fake, Bombe was B gelegt, nicht A. Schön gemacht hier von den Kings. Ja. Doch, sind also auf den A-Spot gegangen, selbst ich bin drauf reingefallen, dass es nur ein Fake war, unglaublich. Sind also auf den A-Spot gegangen, dort konnte Flo ausgeschaltet werden und dann sind sie auch schon wieder rübergelaufen. Über CT-Mitte, über die CT-Base zum B-Spot, haben dort geplantet und die Runde nach Hause geholt. 7 zu 3 steht's also, jetzt geht sie also rund. N-Kings in guter Form. Jetzt muss der MTV sparen, tun sie glaube ich auch. Da ist schon wieder angeschossen worden, Osiris Bech mit der AWP angeschossen worden. 38 AP. Wir sind in der Mitte recht gut, muss ich sagen, Endkings mit der AWP. Flo beschwert sich auch wieder wahrscheinlich, weil der Server gerade laggt, wie wir es eben auch schon gesagt haben, dass es momentan die Probleme gibt. Ja, jetzt wird aber erstmal zu Ende gespielt, danach kann sich beschwert werden und Proteste eingelegt werden. Die Jungs sind wieder auf A durch, zwei sind noch lang. Auch mit einer AWP. Jetzt Bombe ist geplantet und Flo, eigentlich eine recht gute Posi, kann von hier aus schön auf den Spot gucken, hat aber nichts gebracht, wird vorher gefragt von Hoffi, damit der AWP einfach viel zu schnell war. Pirate nimmt sich jetzt die AWP und probiert es nochmal, Pirate zu erwischen. Ob sie den jetzt holen wollen, den Pirate, oder ob sie den jetzt safe der Wohlwaffe eher. Wobei, wenn wir auf die Stats schauen, wir haben wie viele Leute noch... Schöner Frag hier an ihm, kann den entgegenkommenden T hier ausschalten, aber von den Mates her, ich glaube, er ist alleine unterwegs, richtig. Gegen drei andere und das würde er nicht schaffen. Jetzt vielleicht die Chance für der Deagle. Nee, da hat er keine Chance gegen zwei Jungs, definitiv nicht. Dritter kam noch aus dem Holztor und somit geht er down. 8 zu 3 steht es für die N-Kings. Gucken wir mal, wer da mit der Awe, ob das der Hoffi ist, der da mal zielt und jemand trifft. Wahrscheinlich. Ja, steht momentan sehr gut dafür und geht auch runter, schaut. Sieht ziemlich hoch. Was das jetzt werden sollte, er hat auf jeden Fall geschaut. Er hat wahrscheinlich gedacht, dass jemand springt und dann hätte er einen Kopf geschossen. Oder in der Doppeldeckung vielleicht jemand, aber das war nicht der Fall. Die zwei Jungs konnten also ohne Probleme auf den B-Spot gehen. Mit vier Mann vor B. Gucken, ob es da jetzt eine Go gibt. Und warum jetzt die Jungs sind low, warum auch immer hier, Osiris Bech und Yanmi. Vielleicht doch irgendwie getroffen mit der AWP, aber es hätte mich gewundert. Nee, ich glaube, da wahrscheinlich HE getroffen. HE, denke ich mal, auch eher, die dort auf den B-Spot kam. Aber die Jungs sind von Gankings sind auch low. Sieht man ja an der Overview oben. Richtig, links oben sehen wir die Overview eingebunden. Die mir besser gefällt als 216, das muss man schon sagen, die eingebunden ist. Man sieht auch mal schön die Striche, wo sie langlaufen, allen drum dran. Jetzt der Go auf den Spot, MTV, Yanmi macht hier den Frags mit Summit oder Zero Stat. Ja. Wird ausgeschaltet, das heißt, Gankings nur noch Last Man hier unterwegs. Und das ist der gute Hoffi, der mit der AWP jetzt auch endlich mal in die Katakomben hineinkommt und sich überlegt, ja, vielleicht mache ich doch mal den einen oder anderen Frag. Die Runde würde er nicht mehr holen können, das kann ich euch versprechen. Und somit dürfte die Runde an MTV gehen und das Frag hier, sehr schön, nur Zero Bash. Habe ich selber nicht gesehen gerade, den Osiris. Hatte wohl die Augen zugemacht, also über die Kiste geguckt, aber hat sich nicht jetzt geht er raus auf den Spot. Der Deagle probiert die Frags jetzt zu machen. Yanmi müsste noch irgendwo sein. Das Spiel macht keinen Spaß, wird hier gesagt. Tja, gut, dann spiel halt 1-6, wenn es mehr Spaß macht. Ich weiß nicht, ob er sich darüber aufregt, dass die Jungs da so schlecht sind oder ob der Server das wieder laggt. Ich glaube, es geht eben auf die Server-Sachen, denn die Runde sieht ja gut aus für MTW. Ja. Von daher gibt es da schon mal keinen Grund, sich zu beschweren.
Yami 50 AP gerade noch. Ich denke mal, die Runde dürften wir jetzt schon mal MTW gut schreiben. Jo. Denn es sind nur noch 15 Sekunden zu spielen. Und da wird es dann doch recht schwer sein, mit der AWP 4 Leute zu holen. Ja, und ich hatte wahrscheinlich recht, nämlich als ich eben sagte, wenn Basti schlechte Stimmung hat, trifft er nicht. Man sieht es, 2 zu 8. Ja, eine super und Stats. Und Purid ist der, der trifft. Alles richtig vorausgesagt. Der Rocker überhaupt bei MTW. Und meint auch, wenn er schlechte Laune hat, trifft er halt nicht, aber dann wird auch die ganze Team-Motivation runtergezogen. Ja, genau, Purid ist nur der Einzige, der halt dann abschaltet und der sich trotzdem konzentriert. Und die anderen lassen sich halt davon mit runterziehen. Das ist halt das gleiche wie letztes Jahr praktisch. Warum gibt's da nicht bei MTW jemand, der sagt, okay, wenn du schlechte Laune hast, dann ziehe ich das jetzt mit durch, werde selber jetzt mal ansagen, werde sagen, wo es lang geht und hier, oder komm, so sagt man halt einfach, okay, wenn es so ist, dann ist es so. Ist da bei MTW keiner, der mal sagt, das muss mal anders laufen dann, oder? Also Purid ist jemand, der dann sagt, halte den Mund und wir lassen es weiterspielen, aber Basti ist halt so ein Sturkopf in dem Moment, dem kannst du sagen, was du willst, der macht dann, was er will. Da hast du dann keine Chance dagegen. Wenn er meint, er ist sauer, dann bleibt das so. Nun gut, sollten sich aber trotzdem mal ändern, denn Yanmi ist gerade da umgegangen hier. First Rank hier von Spy von den N-Kings, die richtig gut rocken. Hier 8 zu 4 steht momentan. Es werden noch 3 Runden gespielt. Wir sind hier also in der 13. Runde drin. Das ist zum Beispiel auch komisch. Die Jungs von N-Kings gehen A kurz, springen in die CT-Base, laufen jetzt auf richtig, B. Richtig, hatten wir ja eben gesehen. Haben sie aber gemacht. Keiner schießt den Rücken. Das heißt, die Jungs von MTW mussten lang gewesen sein und haben die Mitte. Wir sehen es ja auch, Flo kommt jetzt auch überall lang. Das hatten wir aber auch eben schon in Runden zuvor. Die Jungs springen dann halt hier runter, machen 1-2 Fracks irgendwie und laufen dann weiter. Das ist eigentlich ziemlich gut, weil wahrscheinlich wirft MTW immer Gwens lang rein. Dann wissen sie, okay, da kommen 2 Gwens, die sind lang. Dann laufen wir schnell kurz durch und springen runter. Und eigentlich hätte MTW wahrscheinlich die Runde auch verloren, wenn Osiris Bech nicht 2 Mann geholt hätte am B. Jetzt hier Hoffi von Alang auch sehr schön. Ist jetzt quasi wieder hinten rumgegangen, kann also Richtung CT-Base reinschauen. Und dort die Jungs sehr gut gemacht, gefällt mir richtig gut. Die CTs sind jetzt hier in der Base eingesperrt, kommen da eigentlich gar nicht mehr raus. Und die Runde dürfte ganz klar in Endkings gehen. Gefällt mir hier. Der Schachzug gefällt mir definitiv. Sind hier also. Wir haben nicht die Bombe, das ist natürlich jetzt ein Problem. Ja, okay. Gut, da stand Purid einfach zu gut in der Mitte, konnte also einen Frag machen. Doch noch geholt die Runde für MTW. Und somit haben wir ein 8 zu 5, 13. Runde ist mal, vorbei. Was Basti denn so macht? Eigentlich ist er kurz. Mit Waffe hat er gedroppt. Also hat die AWP. Nein, die holt er sich jetzt gerade, aber von jemand anders gedroppt. Hat also die AWP dabei und geht Richtung kurz. Ja, 2 laufen wieder lang. Standardaufbau, also auch bei MTW. Offensive Deckung hier auf Alang. Yanmi First Track hier mit der E an Sedril. Wieder der Go auf B. Und wir sehen hier Hoffi wieder recht weit hinten, wird also als einer der letzten hier auf den Spot draufgehen. Hätte sich anders überlegen sollen. Zero Splash macht den Frag Yanmi. Flo ebenfalls und die Runde wird jetzt schon fast wieder gelaufen. Ein Preacher die Möglichkeit, das ganze Ding noch zu drehen. Schafft er aber nicht. MTW holt die nächste Runde. Ausgleich schon. Und somit haben wir ein 8 zu 6. Letzte Runde, die gespielt wird. Wenn das MTW holt, ja, dann wird es auch nochmal richtig knapp und richtig spannend. Ja. MTW macht es auch jetzt besser. Sie lassen zwar jetzt die Mitte offen, aber stehen halt mit zweimal auf dem B mit Yanmi und Cyber Splash. Dafür ist die Mitte offen, aber wenn natürlich Enkings B angreift, ist das dann für MTW kein Problem. Vielleicht die Chance jetzt für Enkings halt, wie gesagt, durch Mitte zu gehen. Aber es schaut nicht danach aus. Es geht wohl wieder Richtung A und Richtung A kurz. Ja, da steht wahrscheinlich wieder keiner. Wo ist Basti? Doch da. Basti dürfte also gleich dort Besuch bekommen. Jetzt kommen die ersten, wir sehen es in Overview. Da wird aber geflasht. Jetzt springt er wahrscheinlich die City-Base. Dann können die A kurz durch, jawohl. Aufbau also. Nein, sind also noch hinter A kurz. Sind noch nicht in die Offensive gegangen. Oh, diese HE saß sehr gut. Aber schaut meiner Meinung nach in die falsche Richtung. Denn eigentlich dürfte er wissen, dass die Jungs von Arcos gleich wieder runterspringen werden, wenn es denn so abläuft wie in den Runden zuvor. Und das passiert jetzt aber erstmal nicht. Die Jungs sind noch auf Arcos drauf. Wenn wir kurz rübergehen zu den Tees. Ja. Bewegen sich nicht wirklich. Central mit der Gully hier. Ja, Flo steht noch als einziges auf A. Eigentlich könnten sie ihn überlaufen mit 4 Mann, aber. Das schöne HE ja, jetzt von dem von letzten, hinten. Der auf A-Spot ist, vom Jan. Stand aber jetzt an der Mitte, richtig. Sabi spricht noch auf B, Basti ist lang, Flo ist lang, Purid auch und Yanmi ist noch in der Mitte. Der bekommt jetzt Besuch. Na, die laufen weiter in den Katakomben. Probiert es hier mit den Friends, mit dem Prediction-Schutz, wollte ich schon fast sagen. Gut getroffen, jawohl.
Jetzt nur noch einer am B, mal gucken, was sie daraus machen. Jetzt könnten sie natürlich schnell den Go auf B machen, da steht noch Osiris Bash. Was sie auch machen, gehen auch auf den Spot drauf und Osiris Bash wird jetzt viel zu tun haben. 100 HP bei ihm, aber er orientiert sich falsch. Jetzt erst wieder Richtung Katakomben hinein, First Frag, Teamkill und den Nick Frag holt er selber. Ja, das waren sie selber schuld, oder? Ja. Also Endkings, das war nicht wirklich berauschend. Somit also ein 8-7 und wir gehen sofort in die zweite Halbzeit hinein. Schreib hin, wir sind ready, wir können weitermachen, sofort Gas geben, denn das Spiel wird immer richtig spannend. 8-7 steht es nun mal und... Das heißt, jedes Team muss jetzt nochmal alles geben, damit sie das Spiel nach Hause holen. Ja, es ist dann doch wieder knapper geworden, als es aussah. Vielleicht rafft sich MTW jetzt noch zusammen. War da gerade wieder... Ah genau, wir haben es gerade angesprochen. Man retried lieber, bevor man durch einen Fehler im Spiel rausfliegt. Ja. Boost Sims ready for life? Ja, die denke ich mal schon. MTW sagt ja, wir sind ready. Die MTW jetzt als T unterwegs auf das 2 hier. Und Endkings als CT. Osiris Bash, kurz Reconnect hier. Live after Loops 3 Restart. Wir sind also sofort wieder im Spiel drin. Ja, das gefällt uns. Das läuft jetzt schon mal immer besser. Ja. Und somit, MTW muss nur noch 8, was heißt nur noch, müssen 8 Runden holen. Nee, müssen 9 Runden holen. Richtig. Müssen 9 Runden holen. Und Endkings, die müssen halt nur noch 8 Runden holen. Gucken, was MTW jetzt macht. Ob sie auch einen Split machen, 2-3 oder... Ja, 2 wieder B, 3 Mitte, also auch das gleiche wie Endkings erstmal vom Aufbau her. Und Endkings, die stehen von den Positionen her. Bastian schießt in der Mitte. Es wird aber auch was ganz Langsames. Wird ein langsamer Aufbau, wir haben es gesehen, die Einigung von MTW auf A lang. Dementsprechend aber Endkings offensiv. Wir haben es gerade gesehen, auf A-Court schon recht weit vorne gewesen. Ja. Hoffe hier mit der USP. Steht schon sehr weit vorne. Schaut vielleicht, dass jemand an den Katastrophen kommen wird, aber da kommt erstmal keiner. Jetzt kommen die Grandseer Spite an Jan Mee, den First Frag. Das haben sie gut gemacht. Einer stand oben kurz, der Hoffi, und unten stand der Sedril, der hat auch einen geguckt und dann haben sie gesagt, da ist einer, 2 E's, tot ist er. Das war sehr gut von gemacht. Beiden Seiten reingeschaut. Ja. Ins Kreuzfeuer konnten sie quasi nehmen. Jetzt aber MTW mit dem Go auf A-Kurz. Die Grands kommen jetzt auch, werden natürlich jetzt drüber geschmissen, was alles jetzt möglich ist bei Source. Die Grands können über alles drüber geschmissen werden. Schöne Flash. Ja. Schon wieder, sie kommen gar nicht auf den Spot drauf. Unglaublich, da sind die Grands einfach zu gut hier bei Endkings. Die lassen die Jungs von MTW gar nicht auf den Spot drauf. Jetzt verschieben sie also zu Alang hier. 4 gegen 4. Haben noch 50 Sekunden Zeit. Aber 2 Jungs sind ganz low bei MTW. Aber Bastian ist das Einzige jetzt Richtung Katakombs. Ja. Die Runde, Bastian Frack hier in den Katas. 2 auf B. Lang müsste keiner sein, da konnten sie jetzt durchlaufen. Je noch Richtung Lang und... Okay, Anking steht ein bisschen doof jetzt. 2 Mann stehen auf dem B. Gehen jetzt doch wieder auf kurz. Sind also wieder auf kurz drauf, auf dem Spot. Aber auf A ist keiner. Und somit vielleicht die Chance, die Bombe noch zu planten. Ja. 20 Sekunden noch. Hat also noch Zeit, die Bombe hier... Die wird jetzt gelegt. Kurz kommt jetzt einer. Boah. Sehr knapp, aber klappt da alles. Bombe ist geplantet. Ganz, ganz wichtig schon mal. Und der Frack hier an Flo. Jetzt also die Chance, Central auch noch einer auszuschalten. Kommt lang. Beide gehen jetzt lang. Preacher und Sedril, die letzten beiden hier bei Endkings. Flo kurz, wo ist der andere von MTW? Weiß ich jetzt nicht. Beide wahrscheinlich kurz. Hier, da muss man defuse, es wird defuse und gleichzeitig gedeckt. Natürlich super Pose hier für Endkings, machen den Frag hier auch. One-on-one-Situation. Jetzt muss er hinlaufen, den holen. Macht er auch, sehr schön. Was jetzt macht, muss defused werden. Das war schlecht von Osiris, warum geht er da hin? Hätte erst mal abwarten sollen, bis es genau. Nur undefused wird. Die typischen Sachen halt, undefused und dann kann man ihn halt fraggen. Aber er ist direkt reingelaufen und das war halt das Problem. Somit also die Runde für Endkings. Die als T jetzt unterwegs sind, als CT. Da wird sich Basti jetzt sicher auch wieder aufregen. Also das war total unnötig. Also warum Osiris Bash da hinläuft, er weiß, dass er den, dass Endkings ihn holen muss, weil sonst kann er nicht mehr defusen, keine Zeit mehr dafür hat. Und warum er dann da hervorläuft, weiß ich nicht. Jetzt also 2 Sparrunden hier bei MTW und die schaut eigentlich ganz gut aus hier, denn offensive Aktion hier von Endkings, was mich hier mal tierisch wundert. Ja. Auch sehr schöne Waffe jetzt bei Osiris Bash, die er sich geholt hat von den Angreifern in Endkings. Laufen sie zurück, gehen wahrscheinlich dann kurz. Aber das sind halt so Fehler, die man einfach vermeiden muss, wenn man das Spiel gewinnen will. Das darf nicht passieren, definitiv nicht. Wir sind hier bei der Pro-Series und das sind so einfache Sachen halt, man weiß auch, dass wenn eine One-on-One-Situation ist, man hat kaum noch Zeit, die Bombe zu defusen, genau. Dann lässt man ihn doch am besten undefusen und allen drum und dran und lässt ihn also... Man gerät nicht einfach rein. Aber gut, es ist so passiert. Das heißt, Vorteil für Endkings, konnten also die erste Runde holen. Und die zweite natürlich auch, denn es war, wie gesagt, eine Sparrunde. Das heißt, 10 Runden für die Jungs und 6 müssen sie noch holen. Das dürfte schaffbar sein, denn die nächste dürfte auch wieder in Endkings gehen. Es sei denn, MTW
hat jetzt einen super Trick auf Lager, wie sie diese Sparrunde rocken werden. Wenn sie jetzt sparen, dann wird die vierte Runde nicht nur sonst, wie sie sonst wichtig ist, sondern jetzt sehr, sehr wichtig gleich. Wenn MTW die Runde verliert, aber die vierte. Aber Yami mit AK unterwegs. Also, haben sie doch gekauft. Ja, haben sie gekauft. Wissen, es geht hier echt um viel. Haben auch die Bombe gelegt. Haben auch genug Geld dafür. So, einer Deck B, Mitte mit MPs, das ist natürlich jetzt gefährlich. Gucken, was die Jungs von MTW machen. Jetzt probieren sie über Akkord. Wir sehen da oben seine Mates. Yami mit der HE. Und der Flash, um die Spots dort zu sichern. Die Grants fliegen nur so. Das heißt, der Go dürfte auch gleich passieren. Da wird die Bombe schön hochgedroppt. Schön gemacht hier von Yami. Das heißt, er kann hier unten weiter an der Mitte stehen, Frags machen und ein bisschen ablenken. Allen drum dran. Und seine Mates können oben Richtung A kurz gehen. Ja. Was sie auch machen. Bastian mit dem C4. Zieht sich aber auch wieder zurück. Also bei MTW keine richtig schnellen Runden bis jetzt. Und probieren es also im langsamen Aufbau. Auch die Pistol Round, die erste Runde, die wir gesehen haben, MTW, recht langsam unterwegs. Yami mit dem Frag jetzt gerade ans Headroll. Aber Flo probiert sein Glück hier. Schafft es aber nicht, 66 HP noch bei ihm. Gut, hat es auf B versucht, Stone Gang. Yami geht jetzt mit da raus. Und dann Flo den noch von A nach beschäftigt. Ja, warum Pewt auf B war, hat mich jetzt auch gewundert. Hatten eigentlich Richtung A lang, Richtung A-Spot gewechselt. Jetzt Zero Splash von hinten vom A lang. Also die Position hier von MTW wundert mich wirklich. Also die einen waren schon auf dem Spot fast drauf, die einen kommen gerade über A lang, die eine probiert es bei B. Du hast es zwar gesagt, man macht wirklich Splits, aber das ist ja ein Split über die ganze Karte verteilt gewesen. Und funktioniert hat es auch nicht wirklich. Jetzt die Chance vielleicht noch mit einer Two-on-Two-Situation die Bombe zu planten. Also quasi gleiche Situation wie eben. Mal gucken, wo die Jungs von N-Kings schon sind. Der CT-Base und die auf A kurz. Vorteil hier also bei N-Kings, die gute Positionen haben, hier im Split-Mode die Jungs anzugreifen. Macht den Frag hier auch, Steph an den Zero-Splash mit der Navy und der nächste Frag von der AK von Hoffi. Somit die Runde ebenfalls gut von N-Kings. Ja, wenn ich dem Steph 10 Minuten Zeit gebe, mit der MP5 mich zu erschießen, dann schafft er es irgendwann. Ja, und das war wieder mal so ein typischer Fehler bei MTW. Okay, ja. Es steht also 11-7. Das ist ein Spar sein bei MTW und das ist dann schon die vierte Runde. Also die wichtige Runde um eine vorverlegt und die haben sie verloren. Das ja, das heißt, diese Runde haben sie wieder mal kein Geld und dürfen wieder nur aus der Röhre schauen. Wenn sie diese Runde verlieren, dann haben wir wirklich an MTW ein riesengroßes Problem. Und dann, wie wir schon gesagt haben, wird es verdammt schwer, da überhaupt noch was in der Season zu reißen. Denn dann schon wieder eine Runde, schon wieder ein Match verloren, dann halt auf die Finals zu kommen. Wenn dann nur zwei Slots sind, dann war es ja, dann war's das nämlich. Denn Faculty und Attacks, ganz klar, die Top-Favoriten hier bei Source. Aber das Traurige beim TV ist halt, dass sie sich das selber kaputt machen. Ich meine, die Qualität ist da. Wir wissen, Pewt, ein super geiler Spieler. Und eigentlich ist ein Teamplay auch da, was gut funktioniert. Wenn Stefan gut drauf ist. Wenn halt Ruhe im Team ist, dann spielen sie ganz gut, aber... Das ist natürlich mit den, eben dem Problem natürlich, wir hatten den Ventrilo oder was da vorgefallen ist, natürlich komplett weg ist. Jetzt aber N-Kings wieder mal im Vormarsch. Machen die nächsten drei Frags hier an MTW und die Runde dürfte auch wieder an die N-Kings ziehen. Bastian mit der AWP auf A kurz hat sich die irgendwo jetzt erhascht. Macht den Frag hier auch schön an Sedrill, aber verschiebt es auch Richtung Katakomben. Ja, Flo ist schon auf B drauf. Also ich denke, dass die Jungs von MTW nicht mehr nach Taktik spielen, sondern... Ja, das wollte ich gerade drauf eingehen, denn Flo schon auf dem B-Spot und einer war gerade auf A-Kurz und machen wir mal. Aber es funktioniert ja gerade. Bastian, nächster Frag hier an Steph und somit dürfte diese Runde an MTW vielleicht gehen, denn jetzt ist der B-Spot eingenommen. Ich denke, dass... Okay. Aber mit Grants noch schafft. Es wird mit Grants hier gearbeitet, ganz klar. Flash sitzt auch, Hoffi, Last Man jetzt. Nein, Spite ist ebenfalls noch da. Geht durch die Katakomben rein und kann natürlich den Split machen. Bastian gefragt und auf Flo gefragt. Also, die achten da gar nicht drauf. Warum die werden jetzt angeschossen und drehen sich gar nicht um Seite. Man muss sagen, der hier am Plateau war, wo es beides laut hinläuft, der da hinten liegt, das ist wahrscheinlich der Flo, der hat zum Loch geguckt, weil da einer war, aber hat halt die Katas vergessen. Ja gut, aber sobald aus der Mate angeschossen wird, weil er ist, glaube ich, zuerst gefragt worden, der vorne stand, dann dreht man sich so nach rechts rüber, denn wir wissen, da ist gerade jemand, am Fenster ist gerade noch keiner. Gut, alledem die Runde wieder mal geholt von den N-Kings und somit steht es 12-7. Da fehlt halt die Abstimmung, da muss Basti die Katas gucken mit der Ave und der andere halt zum Loch. Irgendwas MTW jetzt hat Geld. Gehen jetzt in die Katakomben hinein, Yami wieder mal das gleiche, Yami Aufbau, Yami geht wieder runter. Genau. In der Situation hat er eben das C4 hochgeschmissen, jetzt ist er aber ohne Bombe unterwegs, arbeitet mit den Grants hier.
sichert seine Mates ab, die wahrscheinlich über kurz gleich gehen werden. Haben die Smoke sehr schön gesetzt. Das ist wieder das Server-Lag, was wieder auftritt. Ja, da wird sich gleich jemand freuen. Ja, da wird schon direkt gesagt, ey, was ist denn los hier? Sowas. Ich weiß nicht, warum die Jungs sich da so aufhören. Die wissen, dass es unter anderem das Problem gibt. Richtig, es ist ein Steam-Update da und Source-Update und allem drum und dran. Und da kann der ein oder andere Lag auftreten, aber der Lag ist bei beiden Teams. Von daher ist kein spezifischer Vorteil. Es ist aber nur so, also ich gather momentan ein bisschen viel, weil ich Urlaub habe. Das mit diesem Surf-Problem ist aber irgendwie nur zu Primetime, also jetzt um diese Zeit. Danach ist davon nichts mehr zu merken. Das ist ein bisschen komisch. Was mich eigentlich wundert, weil Source wird ja hauptsächlich in den USA gespielt und da ist dann zu der Zeit ein bisschen Funkstille. Ja. Aber gut, Funkstille ist gerade nicht im Spiel, denn wir sind mittendrin MTW gegen die Endkings und dort machen die Endkings eine richtig, richtig also, gute Figur. MTW baut halt den Standaufbau, machen sie schon auf und dann ist kein Abspracher sein. Er macht B, drei gehen in die Mitte runter, Yami und einer lang, beziehungsweise kurz. Haben wir den Rund zuvor immer wieder gesehen bei MTW, da stimmt irgendwas nicht in der Absprache. Vielleicht echt keine Lust mehr oder vielleicht wird gar nicht mehr angesagt, nachdem wir hier so einen Stress hatten. Osiris Belch ebenfalls gefallen, Purit auch. Jetzt war es nur noch Yami, glaube ich, mit seinem Mate, die jetzt hier auf A-Codes unterwegs sind. Aber 50 HP bei ihm, die Flash noch oben drauf bekommen. Das war's. Tja, die Runde ebenfalls verloren. Noch zwei. Noch zwei Runden und dann hätten wir's. Ja, das sieht doch mal recht eindeutig aus hier für Endkings, die mit einer momentan 6-0 in der zweiten Halbzeit MTW überhaupt gar keine Chance lassen. Nee, weil MTW einfach nicht ich glaub, die wollen konsequent genug spielen. Also schaut halt wirklich, ob sie überhaupt keine Lust mehr haben. Das sollten sie aber. Denn eigentlich ist Endkings jetzt nicht gerade einer der härtesten Gegner, denn es erwarten sie noch zwei stärkere. Ja. Also Endkings ist sicher nicht schlecht, aber eigentlich... Richtig, also im Vergleich natürlich zu den anderen Teams, ich spreche mal wieder an Faculty und Attics natürlich, eher etwas weiter unten angesiedelt. Jetzt aber MTW vielleicht die Chance. Siehst du, jetzt macht den Frag Flo ebenfalls. Vielleicht die erste Runde hier für MTW. Jetzt auch mal in die CT-Base gesprungen, hat sich den Frag geholt. Quasi den Aufbau geklaut von Endkings in Runden zuvor. Zwei vor Spite, jetzt kann er sie alle von hinten holen. Aber, ja. Schöner Frackie von Steph. Bastian ausgeschaltet, jetzt kommt der Lag. Gerade eine sehr, sehr böse Situation natürlich. Da wird sich auf jeden Fall jemand beschweren jetzt. Ja. Spite macht den Frack an Yanmi und die Runde kann doch noch geholt werden für Endkings. Ja, wird auch geholt. Mit einer. Ganz, ganz bitter. Ganz, ganz bitter. Da hat der MTW wirklich richtig gute Karten. Und dann kommt der Lag und Yanmi schreibt aber jetzt zum Glück nichts, aber er wird wahrscheinlich innerlich. Ja, er wird natürlich jetzt aufgehen. Jetzt kann nicht sein, ich kann mich nicht bewegen. Alter, so einer, ich gehe, der will schon, Osiris Patch will schon gehen. Pyrit, aber du hast eben schon angesprochen. Er sagt, egal, ruhig, wir zocken das Ding jetzt hier noch zu Ende. Vielleicht haben wir auch die Chance. Einfach weiter, Wayne. Pyrit gefällt mir. Doch, netter Kerl. Ich meine, alle haben das Problem. Und, richtig. Man muss halt einfach. Wir hatten das gestern, wir hatten es am Sonntag. Im Match auch auf Kobbel, da hing der Server eine Minute, als die Bombe gelegt war. Und das Lustige war, dass die Bombe von neu anfängt zu ticken. Also dann. Das ist natürlich ganz böse. Ja. Das ist richtig böse. Ihr habt trotzdem weitergespielt, habt ihr gedacht, okay, passiert oder. Ja, ja, klar. Es ging dann auch. Es ist jetzt genau wie gestern, am Sonntag auch. Es gibt jetzt eine Hauptphase, wo es sehr, sehr stark ist mit dem Lags, aber. Ja, die Chance für MTW ist, würde ich mal sagen, abgelaufen eigentlich. Denn da zu drehen wird verdammt schwer sein. Endkings müssen noch zwei Runden holen. Sieht fast nach einem Protest nach dem Spiel aus von MTW. Ja, man sieht es ja, wenn ihr es gerade selber seht, die ganzen Comments, die dort geschrieben werden, das ist unglaublich. Vor allem ist das Problem wirklich auf jedem Server, glaube ich. Da muss sich MTW jetzt nicht aufregen. Sie hätten ja auch auf ihrem spielen können, wenn sie... Endkings sagt auch, was ist los, wir laggen auch. Selbst wir laggen im Spectator-Mode, ganz klar. Es liegt also wirklich am Server, also am ganzen Steam-Gedönse. Ja. Und vor allen Dingen, wenn die ein Rematch machen sollten, ja, was ja sowieso erstmal krank wäre, aber wenn da eins kommen sollte, es wird doch wieder laggen. Ja, außer sie verschieben es irgendwie auf drei, vier Monaten. Schöner Frack hier. Müssen sich damit abfinden. Jetzt aber vielleicht... Ja, Endkings, die Bombe tickt, wir hören's. Ja, geht aber hoch, glaube ich, schafft er nicht mehr. Ja, schafft er nicht mehr. Die Runde also für, mit F-Kit, aber das war's. Die Runde also für MTW geholt. Vielleicht noch ein kleiner Wermutstropfen. Ja, ich habe ja immer die Vermutung gehabt, dass es mit dem Spectator zusammenhängt, dass der Server laggt, aber mir wurde versichert, dass es nicht der Fall ist. Das glaube ich auch nicht, weil wir hatten ja eben auch weniger drauf. Wir hatten irgendwie das mit 90. Da war es genauso aus. Jetzt haben wir halt 160. Es schaut genau gleich aus. Mhm. Glaube ich also auch nicht, dass es daran liegen wird. Es denke ich mal, es wird dieses Update sein, was wir gerade eben angesprochen haben. Man braucht wahrscheinlich wieder jede Menge mehr Ressourcen. Source ist ja sowieso, wenn du einen Server aufmachst,
deutlich mehr lastiger als ein... Richtig. Also jetzt nicht nur von der Grafik an sich, sondern von der ganzen Engine halt, von der ganzen Source. Denn man kann alles durch die Gegend schmeißen. Und was mich halt wundert, weil am Anfang hieß es halt bei Source, boah, bei den Clamors, es werden Kisten rumgeschubst, damit keiner mehr lang kann hier und wird nicht wirklich so benutzt. Lohnt sich einfach nicht, oder? Genau, ja. Die Gefahr, wenn du da rumspielst mit den Kisten, dass dich einer tötet, ist halt doch relativ groß. Ich denke mal auch, dass viele auch von 1.6 vielleicht rübergegangen sind. Die kannten das einfach gar nicht, haben auf die altbewährten Sachen geschätzt sozusagen. Und jetzt lag's aber richtig böse. Ja. Period, also wieder auch in einer richtig bösen Situation. Das wird nicht schön sein. Vor allem, weil MTW gerade wieder verloren hat, diesen Frag. Ja. Und das ist ja noch einer als zwei MTW. Und die Runde an Endkings, gute Nacht, würde ich da mal sagen. Wir sind gerade beim... Ist doch noch eine Runde, haben wir uns erzählt? Ja, wir haben noch eine Runde vor uns, gerade war ein Draw, wir schreiben trotzdem schon mal GG. Das freut uns doch alle. Ich dachte schon, wir hätten uns erzählt, das ist richtig, die Jungs gehen jetzt. Gehen jetzt doch? Naja. Da habe ich mich verzählt. 8-7 und 8-1, war schon richtig. Dann fehlt das hier, alles falsch. Ja, mir fehlt die Kugelschubserin, ganz klar. Ja. Trotzdem, es war so oder so, Endkings ist einfach nur so drüber gelaufen. Es hat mir Spaß gemacht, das Spiel hier mal zu sehen, denn so sieht man, wie man es nicht machen sollte. Trotzdem, wir sind gespannt, ob es da vielleicht noch Proteste geben wird seitens MTW. Ich werde gleich mal reinschauen. Reinschauen werde ich jetzt aber erstmal in die Spiele. Und dort sehen wir aber immer noch, dass Dragonality im Endeffekt noch live ist. Dort ist immer noch gespielt. Von daher wird es das Ganze einfach im Laufe der Tage geben. Benno, es hat mir Spaß gemacht. Mir auch. Man sieht sich vielleicht mal wieder. Gerne. Wir geben auch gleich direkt ab, denn es geht weiter mit StarCraft, glaube ich. StarCraft haben wir im Angebot für euch 3 Stunden. Ne, 2 Stunden. 2 Stunden. Wir wollen es ja nicht übertreiben mit StarCraft. Ja, 2 Stunden StarCraft für euch im Anschluss mit unserem Take und dem Christian Wuppen. Von daher wünsche ich euch damit viel Spaß und wir werden gespannt sein, wie das mit MTW und den Network Kings weitergehen wird. Richtig, ob es einen Protest gibt oder... Werden wir verfolgen. Spätestens am Donnerstag in unserer nächsten Source-Sendung werden wir darauf eingehen. Denn jeden Dienstag und Donnerstag haben wir Source für euch im Angebot. Und dann auch wieder mit dem Dave. Morgen schon wieder mit Dave. Denn er ist aus dem Urlaub zurück. Ja, ich kann mir keinen Urlaub leisten. Und ich gebe jetzt ab. Ich werde gerade gerufen. Wuppen, Herr Wuppen, was ist los?